Dann geht's auf zum Graffiti-Job. Gucken, was wir hier wieder Schönes fabrizieren dürfen. Shock the Monkey! Wohl eher Shake the Monkey! Okay, ich glaube, das gibt einen Affen. Affen geil! Wow. Für die Augen zwei solcher Pappen. Ein bisschen übertrieben, oder? Okay, der Schwanz des Affen geht in die Steckdose, das britzelt bestimmt sehr gut. So, dann, da oben auf der Brücke ist noch eine Kamera. Da lang. Kamera, Kamera. Ah, die dürfte hinter uns sein. Wahrscheinlich hier dran irgendwo. Gotcha! Sorry, Perbs. Gut, das war jetzt mal eine einfache Kamera zum Finden. Dann düsen wir mal hier unten weiter. Das dürfte wieder ein Audiolog sein oder nochmal eine Kamera. Ich habe jetzt gar nicht genau hingeguckt. Okay, irgendwo da unten, oder? Ja, hier. Ein Audiolog ist es, okay. Oh Gott. Ja, die Richtung ist schon gut. Nee, so gehen wir wieder weg. So nähern wir uns. Oh, so nähern wir uns verdammt schnell. Moment, erstmal runter. Ich glaube, hier oben, das ist nicht so gut. Okay, Moment. So nähern wir uns schnell, ja. Oh, da sehe ich, glaube ich, da drin auch schon was blinken, oder? Ja! Da ist er doch. Daughtry was smarter than I ever gave him credit for. The guy had escaped from a couple of jails before we came across him. Plus, he managed to keep his head while in Curtin K, something even the smartest inmates had problems with. The rumor around the water cooler was that he might have been the one who caused the transport accident up in Salmon Bay, the one that let himself and those other two conduits escape. Just think how different your world would be right now if he hadn't been on that transport. Ja, dann wüssten wir jetzt nicht, dass wir ein Conduit sind. So, dann haben wir hier noch eine Scherbe. Na komm. Aber ich glaube, Delson findet es an sich eigentlich ganz cool. Nur sein Bruder findet es natürlich doof. Aber wenn man solche Kräfte hat, dann macht es natürlich auch Spaß. Okay, also bisher mag ich die Scherben sehr, weil die immer schön ruhig irgendwo rumliegen. So, District Showdown da oben mit dem Telefon können wir ja eh noch nicht machen. Jetzt gerade mal bei 50%. Da müssen wir noch ein ganz kleines bisschen arbeiten, aber ich denke mal, wenn wir hier mit den Nebenmissionen fertig sind, dann dürfte das ganz gut gehen. Und, wir stehen hier. Da müsste es so rechts von uns sein. Schräg rechts.
In dem Haus hier irgendwie, oder? Da hab ich dich doch. Gut, dann haben wir hier noch Scherben. Ah, da oben fliegt sie. Also die Drohne, die die Scherbe drin hat, aber... Wo bist du? Komm zurück! Ah, dammit. Okay, die ist recht fix hier unterwegs. Wow. Okay, Moment. Ach, guck mal hier. Oh Gott, sie ist so schnell. Oh, da ist noch eine. Okay, dann nehme ich erstmal dich hier. Da habe ich dann auch nichts gegen. Um die Fixe hier muss ich mich dann ganz fix jetzt mal kümmern. Da bist du. Jawohl, das hat gesessen. Krubi. Dann haben wir hier doch noch eine Agentenmission, wenn ich das richtig sehe. Ist die denn? Wo ist die denn? Da oben drauf. Ah, hier. Okay. Okay, der hat so eine blaue Jacke, ist ein Schwarzer und hat eine Glatze. So, jetzt müssen wir erstmal hier... Das könnte er doch schon sein, oder? Ja, das ist er. Das war er. Okay, das war einfach. Also jetzt läuft's gerade. So, hier ist nochmal Graffiti. Bei 34%. Ich denke, wenn wir das Graffiti gemacht haben oder vielleicht noch eine weitere Aktion, dann dürften wir doch hier uns für den District Showdown qualifizieren. Na, wo bist du? Da bist du. Okay. Hey ho, let's go! Ja, das wird auf jeden Fall wieder ein DUP-Soldat werden. Das ist aber nicht nett. Aber gut. Das macht dann aber auch nur Sinn, wenn die Tonne hier steht. Und da ist er auch schon. Der District Showdown. Das dachte ich mir doch fast. War ja absehbar. Aber erstmal machen wir die restlichen Missionen bzw. sammeln die restlichen Scherben ein. Noch ein Graffiti da drüben. Ach, shit. Da war schon wieder so ein DUP-Panzer-Dingens. Der hat uns natürlich wieder entdeckt. So, mal gucken, ob ich dem irgendwie entfleuchen kann. Ich hab jetzt keine Lust, mich mit euch zu kloppen. Ich gehe weg hier. Ich möchte einfach nur... Ich nehme das jetzt mal hier als Risiko in Kauf. Hoffe mal nicht, dass die mich jetzt hier irgendwie während des Sprayens abknallen. Risiko! Und das gibt auf jeden Fall eine Krabbe. Ich mag Meeresgetier. You're welcome, world. Autsch, voll in den Hintern.
Na gut. Oh, und hier vorne ist gleich wieder... Was ist das? Eine Kamera oder ein Audiolog? Aber hier links sind gleich diese ganzen DUP-Truppen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die mich irgendwie blöd anmachen. Ich probiere es einfach mal. Ist ja nicht so, dass ich hier auffallen würde oder so. Eine Kamera ist das. Okay. Achso, die ist auch direkt neben uns. Rechts neben uns. Gotcha. Goodbye. Und jetzt haben sie mich natürlich wieder entdeckt. Ja, Leute, kriegt euch mal wieder ein. Ich tue euch doch gar nichts. Also, jetzt gerade nicht. Gut, so, hier dürfte mal wieder ein bisschen Ruhe sein. Dann haben wir, ja, dann gucken wir jetzt eigentlich nur noch nach den Scherben. Gehe ich denn am besten mal gucken. Nehmen wir erstmal die mit, wenn ich sie denn finde. Ja, Leute. Was seid ihr anhänglich? So, die muss irgendwo hier... irgendwo hier sein. Holla, holla, holla. Ah, da. Muss ich da nur irgendwie rankommen? Okay. Gut, ich will eh weiter rauf. Das kommt jetzt ganz gut. So. Und eine wäre auf jeden Fall noch geradeaus. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die hier oben, oder? Und dann kann ich hier... Oder doch die geradeaus. Und dann schräg rüber nach rechts oben. So müsste es auch gehen. Ist jetzt eigentlich Schnuppe. Von den Wegen her dürfte es ähnlich lang sein. Upsi. Ah, da ist er ja schon. Hallo. Gut, dann... Welche wären jetzt die hier oben? Die hier? Ups. Nein, Mist. Kacke. Zu früh rausgegangen. So, jetzt nochmal. So. Du bist hier. Die scheint sich auch nicht zu bewegen. Ich finde das gut, wenn die einfach nur so rumliegen. Apropos rumliegen... Gut. Da, die scheint auch wieder irgendwo da oben drauf zu sein. Ah, da. Groovy. So, dann haben wir jetzt noch zwei Scherben. Einmal hier. Dann könnte ich ja fast schon wieder upgraden. Ich glaube, dann habe ich echt schon wieder genug Scherben. Da haben wir doch sicher wieder... Komm her. 10 oder so. Zwölf Scherben haben wir jetzt. Oh. Okay. Jo, ganz hoch. Will ganz hoch. Gut, dann ist jetzt eigentlich nur noch die eine hier geradeaus. Wo bist du? Wo bist du? Du scheinst auf dem Pavillon zu sein. Wo bin ich denn da jetzt am geschicktesten hoch? Nein! Nicht vorbeispringen. Komm, einfach nur hier dran. Hü-hüpf. Hü-hüpf. Aua. Ach, hier ist die Decke anscheinend zu blöd zu erklimmen. Aua. Gut. Das scheint nicht so wirklich zu gehen. Ich glaube, ich mache mal hier... Oh, ist schon wieder so ein DUP-Fahrzeug. Ihr nervt, Freunde! So, ich glaube, ich springe hier einfach dann runter. So. Das dürfte die einfache Variante sein. So, geht doch. Nice! 13 Scherben. Wir sind reich! Und werden verfolgt. Nerv. Und schon wieder sind wir in dem Gewächshaus hier. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe? Dann ist als nächstes der District Showdown angesagt.
Ja, wird ja auf jeden Fall schon mal bestimmt sehr nice werden. So, bewege ich mich mal ganz kurz hin. Ah, da wäre auch schon die Hauptmission eigentlich. Aber ich will erstmal den Showdown haben, dann haben wir hier... Ach, hallo. Dann haben wir hier erstmal Ruhe. Mit der DUP und so. So, das wird doch wahrscheinlich das Ding hier wieder sein. So, dalle, let's rock and roll. Hi, you have reached the DUP helpline. Do you have a bioterrorist incident to report? A damn bioterrorist is on the loose. His painting skills are top notch. Defiling your billboard. I'm fearing this is a trend. We will address this immediately. Are you kidding me? Mit? Ja, natürlich. Mit Helikopter. Ich glaube, es hat mal ganz angenehm. Okay, wenn die genauso... Wow. Beschissen auszuschalten sind wie in Infamous 2, möchte ich bitte hier dieses Spiel nicht mehr spielen. Gott. Wow. Ah, okay. Ist gar nicht so schwer auszuschalten. Ich glaube, wir haben ihn schon. Nice. Also, was haben wir jetzt verschossen? 4 Raketen oder so? Das ist ja noch machbar. So. Gut. Da ist irgendwo noch so ein gelber. Der scheint aber nicht so wichtig zu sein. Bist du? Ah, da unten. Jetzt bleib doch mal hier, Mensch. Jetzt rennt er hier ständig in der Gegend rum. Ach du Schande. So, habe ich dich? Ich glaube ja. So. Da ist auch noch ein gelber. Bist du? Ah, da oben auf jeden Fall nicht. Hm. Naja, keine Ahnung. So, du bist noch hier. Jawohl. Und dann haben wir noch einen. Aber der scheint sich da hinten irgendwo verschanzt zu haben. Da ist er doch. Ich habe ihn... Im Fallen habe ich ihn gerade gesehen. Komm mal her, mein Freund. Nein, 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 nein. Hör doch mal auf mit deinem blöden... Schild hier. Und der District ist unser. So muss das sein. Dann haben wir hier nämlich wenigstens Ruhe und können jetzt in aller Ruhe mit der Hauptmission weitermachen. The Fan. Okay. Hey, is this Delson Rowe? Yeah, who's this? I'm just a huge fan of your work. That tag you put on the needle? Kiss my aspirations, right? See, I get what you're doing. The whole give power to the powerless thing, and I want to help. Okay. Well, if you want to help, you can help me find one of the escape conduits who might be here in the Lantern District. Oh. Well, why do you want him? Or her? I just want to shake his or her hand. Okay. Well, I've heard the DUP's planning to take all the suspected conduits they've rounded up and move them to this holding facility they built downtown. Convoy's supposed to come right through the Lantern District, cutting across the I-90 overpass. Okay. You happen to know if any of these people have actual powers? Oh, yeah, totally. Absolutely, yes. Huh. Well, thanks. I'm sorry, man. What'd you say your name was? It's Eugene. It's a dorky name, I know. Hey, my mom got Delson off of an old Western. Okay, ein Eugene hat uns hier also kontaktiert und... Ganz ehrlich, ich glaube, der ist einer dieser Conduits, die wir eigentlich verfolgen. Weiß jetzt zwar nicht, warum er uns hier kontaktiert hat, weil er schon so ein bisschen komisch reagiert hat. Und erstmal wieder ein bisschen Neon-Power holen. Ja, das reicht aber noch nicht ganz. Hier ist noch ein bisschen was.
Und das reicht auf jeden Fall. Hey, Eugene, I'm thinking the easiest thing to do here is somehow drop the road a little. You know, pull the rug out from underneath him. Well, you could just blow it up. No, I can't take the chance it'll kill the conduit I'm looking for. I think I'm just gonna cut the supports, and the trucks will make it drop a little. Bam, instant roadblock. Okay. See, man, this is why I'm such a big fan. I wish I could be there to see it. Well, come on out and watch. But, you know, from a safe distance, of course. Because when we conduits go to work, you mortals better give us a wide berth. Right. Right. Well, you know what, on second thought then, I'm gonna stay home. I'll let you know if I find anything more about the convoy, though. Alles klar. Okay, wir sollen jetzt hier die Metallstreben zerstören, denke ich mal. Jo, das sieht so aus. Damit wir die Brücke ein bisschen lockern. Na, komm schon. Und du noch. Eugene, when's this convoy supposed to show up? Tonight sometime? I mean, I really don't know for sure. Are you still at the overpass? Yeah, still here. Just been making friends with the locals. It doesn't seem to be any traffic up top, man. Well, yeah, because the dupes took it over. Closed it off to citizens. So you finished with the supports? Yep, all done. About to head topside and get ready for a little game of chicken with the dupes.